Hallo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Neppel und Dose Wäsche. Heute mal ein etwas, mal ein bisschen geschrähter in Sitzen. Ich werde auch bald Vlogs kommen. Ich habe heute schon angefangen zu vloggen, ja. Sorry, dass so lange kein Videos mehr kam, schon seit 4-5 Tagen. Sorry. Und ja, heute stelle ich euch mal die besten Sneaker Schrägstrich. Also unter 200, ich glaube eins, der kostet noch 300, aber dafür kann ich nichts. Let's go mit dem Video. Mit dem ersten Schuh. Das ist einmal der hier. Um die 200 kostet der. Das ist einmal der Nike Air Force 1 Low in Stussy. In der Stussy-Variante. Die ist so cool. Creme-Optik. Auf jeden Fall. Und mit dem Creme-Upper und hinten. Diesen Metall. Diese Laces. Dann noch so, als wären also über so eine Naht. Richtig krasser Schuh. Also alle Sachen sind natürlich auch verlinkt. Zweiter Link in der Beschreibung. Einmal der Nike Dunk High Spot Green. Diese Dunk Highs, die sind cool. Halt mal was Neues, nicht mehr die Air Jordan 1 High. Aber die Dunk Highs sind auch cool. Einfach dieser, das sieht so vintage aus. Cool Laces. So vintage Look. Ganz authentisch. Und auf jeden Fall cooler Schuh. Im unten das Upper ist cool. Dann könnt ihr euch natürlich auch so günstige Schuhe. Jetzt kommen ein paar günstige. Ihr Converse zum Beispiel. Converse praktisch halt für den Sommer. Schön Luft. Auf jeden Fall schön luftig. Kann man gut atmen sozusagen mit seinen Füßen. Alltime Classics. Und das war's. Die kosten 70 Euro. Macht man nichts falsch. Gibt's in schwarz, braun, blau, weiß. Alle möglichen Farben, ich verlinke mal einfach hier welche. Auf jeden Fall, ich hole mir die auf für den Sommer. Das sind geisteskranke Schuhe, die jetzt richtig im Mann sind seit diesem Jahr. New Balance. Auf jeden Fall, das sind richtig. Auf jeden Fall New Balance, richtig coole Schuhe. Und das sind die New Balance 550. Die gibt es in allen möglichen Farben. Wir waren bei den New Balance 550 stehen geblieben. Ja, ich bin wieder da, meine Kamera war leer. Auf jeden Fall, die gibt es in allen möglichen Farben. Rot, blau. Also das N so. In einer x-beliebigen Farbe, der ein rotes Upper und 550. Mach mal die grün, also grünes Upper und dann so cremeweiße bisschen darüber, die ist auch ein Upper. Da weiße Schuhe mit Schnürsenkel in grau, 550. Grünes N, oben noch ein grünes Upper, dann unten noch sozusagen eine Art Swoosh, so eine Einkerbung. Also 150, 300 Euro. Man findet zwischen allen Preiskategorien was. Der rote kostet zum Beispiel auf StockX sogar noch 160 Euro. Blau kostet auch nur 190. Dann noch ein ikonischer Schuh, den ich auch gerne hätte und den viele Leute mögen. Ein ikonischer Schuh. Den gibt es in meiner Größe, gibt es für Erwachsene. Auf jeden Fall, den verlinke ich euch. Nike Air Force 1 in Low. Generell in schwarz, rot. Ich habe die weiß-roten Blech. Dieser Schuh ist geisteskrank. Also unten weiß ist aber, wo er steht. Den Schuh kann man übrigens so allem rocken. Weiß kann man mit so viel Farben kombinieren. Man weiß, roter kann man nicht so viel kombinieren. Aber auf jeden Fall, den kann man mit allen Sachen kombinieren. Der ist schöne Tragekomfort. Perfekt. Weiße Laces. Man kann aber auch mit anderen Laces, wenn man den zum Beispiel mit roten Laces. Auf jeden Fall, ja. Weiße Laces, voll ein weißes Upper. Dann weißer Swoosh, ganz normal. Das ist cool. Einfach ein weißer, klassischer Schuh. Gefühlt jeder zweite, aber trotzdem nicht ausgelöscht wird. Dann ein anderer Schuh. Vans sind natürlich auch ikonisch, aber ich habe mal etwas anderes Design genommen. Auf jeden Fall, die auch richtig cool sind. Das ist von die Ranch X Storm. Die hat so, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, dieser Künstler. Hat einfach Vans gecustomized. Auf jeden Fall, customized macht man nichts falsches cool. Und das ist ja seine eigene Schuhe. Sogar die Schuhe sind richtig cool. Jan, die gibt's in bunt, in hellblau, in rot, auf jeden Fall ein cooler Sommerschuh, schön luftig, in blau, in schwarz, in weiß, in gelb, einfach klassische Vans, gibt's in high, gibt's in low, gibt's in alles mögliche, gibt halt einfach diese schwarz-weißen Vans, in vorne diese weiße Vans, swoosh sozusagen, und dann schwarze Vans halt einfach, in weiß auch schon aus, braun auch, war einfach weiße Laces, hinten das Vans Tag in Rot. Die kosten aus. Ja. Auf jeden Fall coole Schuhe. Dann natürlich noch mein letzter und gleich. Der ist sehr, sehr ungemütlich. Ungemütlich, man muss sich erst einlaufen.
Da gebe ich denen recht. Auf jeden Fall meine Next Sugarheads Advance und Blazer. Auf jeden Fall dieser Schuh, die Nike Blazer, gibt es in allen Größen. Auf der Sohle, innen drin ist ein roter Nike Swoosh, vorne so weiße Laces, vorne so ein hellbraunes, das sieht aus wie so ein Reibe-Upper und vorne schwarzes Nike Logo und dann weiß und halt das Swoosh an der Seite und die Schrift hinten sind hier jetzt zum Beispiel schwarz, das Swoosh ist auch schwarz, gibt es aber auch in Blau, das ist Swoosh Blau und Orange, alle möglichen. Auf jeden Fall dieser Schuh ist richtig cool, der kostet sogar um die 100 Euro nur, auf jeden Fall richtig cool. Revenge X Dome weiß man übrigens nicht, wie viel die kosten, aber keine Ahnung. Aber das waren halt alle meine Schuhe und das waren halt nur um die 10 Schuhe, aber sorry, wenn ich ein bisschen durchklinge, ich muss hier noch ganz Tag Schule machen, aber lasst ein Like und Abo da, folgt mir auf Insta und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Nibbler. To the Fashion.